Hey Leute und willkommen zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Skatules geholt, die wir noch holen wollten. Näher. Und ja, es funktioniert. Ah. So, und jetzt müssen wir zu Prinzessin Zelda wieder. Wir haben ja alle drei Steinchen. Also bevor wir zu Prinzessin Zelda, besuche ich nochmal die Typen. Und, ja, er ist tot. Und ich habe wieder ein Herz verloren. Wie ist gut, wie das haben wir? Warte, ich muss mal kurz überlegen. Die Geldbörse haben wir. Brauche ich gar nicht erst hin. Mir fehlen noch zwei Skulptula. Dann kriege ich nämlich dieses komische Rampelding, also, beziehungsweise diesen Stein. Da kommt schon der einen ermöglicht, Schätze oder sowas zu finden. Dafür braucht man den Rampelpack, damit dieser Stein funktioniert. Der vibriert denn immer, wenn verborgene Geheimgänge oder Schätze oder was das da waren in der Nähe sind. Aber kann ich im Moment noch nicht holen, weil mir zwei Skulpturen fehlen. Und ab 30 war die große Geldbörse. Das waren ab 50. Ab 50 war ein Herzteil, wenn man 50 Skulpturen zusammen hat. Aber was waren 30 nochmal? Es kommt der Abspann mit Prinzessin Zelda nochmal und ihrer Begleiterin. Kommt sie an? Holla, die kann aber ganz schön gut werfen. Der hätte in meiner Schule mit zum Sport nehmen sollen. Da hat er die Sportfest gemacht. Der hätte beim Weitwurf mitmachen können, die Prinzessin. Verdammt, sie ist fort! Du da, kleiner Wicht! Du musst den du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie gekommen? Antworte mir! Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du nah! Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf, weißt du, wen du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Hm,
du kriegst auch noch deine Art voll, Kleider Dreckskerl. So, jetzt müssen wir uns die Ocarina holen. Die Gabi. So, jetzt noch mal tauchen. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz der königlichen Familie. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun da du die Ocarina in den Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte auf dich zu warten. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Gesundheit. Die Hymne der Zeit. Bei Moras Mask kann man die rückwärts spielen, in den Verlauf die Zeit langsamer. Du, 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 du. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, Link, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitaltar. So, mache ich jetzt eigentlich weiter mit Dings oder erstmal Skutulas und die Bohnen einpflanzen? Was mache ich jetzt zuerst? Ach, ich mache einfach weiter, das können wir auch demnächst machen. Wenn wir den Waldtempel hatten und ja. Und wieder klein werden können, das erste Mal. Also zuvor kann ich die Dings machen. Ah, ich bin schon voll. Ah ja, da war ja die eine Skulptur drin. Die haben wir aber schon. So, erstmal die Maske abgehen. Beziehungsweise das Skill, die Maske habe ich schon. Danach kam das Kind da. Ja. Oh, großartig! Du hast die verkauft. Bitte zahle mir für diese Maske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. Wähle eine Maske. So, die Shari? Ja. Du bist denn die letzte? Ne, die vorletzte. Zwei Masken müssen wir noch machen. Hier ist...
Bist du der Junge aus dem Wald? Endlich treffe ich dich. Ich muss dir etwas mitteilen. Galadorf, der Herr der Gerudos hat unserem König verraten. Ymbor hat die Gefahr erkannt und ist mit Prinzessin Zelda aus dem Schloss geflüchtet. Ich habe versucht, Ganondorf Leute daran zu hindern, ihnen zu folgen, aber ich ohne Erfolg. Die Prinzessin hat auf einen Jungen aus dem Wald gewartet, auf dich. Sie wollte dir etwas geben. Wenn du es hast, dann eile zur der Zeit. Weg ist er. Er rührt sich nicht mehr. Was normal bei Toten ist. Die Zitadelle ist zwar links, aber wir wollen es so mit Masken machen. So, jetzt müssen wir erstmal auf dem Friedhof. Solange es noch hell ist. Sonst kommen wir nicht weiter. Ist schon, ja, aber wir können die Maske den Jungen nicht geben. Also die Masken sind keine Pflicht bei dem Spiel. Ja, also ich glaube, erst ab dem Wassertempel ist uns sonst möglich. Das Goronenschwert, so das Big Goronenschwert. Kleine Kinder dürfen an der großen Grabkruse-Tour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabkruse-Tour. Allerdings sehe ich nicht besonders gruselig aus, oder? Oh, Kraus, es ist Boris der Totengräber. Na nun. Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Nein. Tschüss. Was du zu ihm denkst? Was mache ich? Nein, das ist nur mein Bild. Das war keine Live-Übertragung. Wenn du jetzt noch fragen willst, war das deine Freundin? Nee. Klar. Das ist keine Live-Übertragung, das ist ein Video. Ja, aber mit deinem Bild drinne. Ja, das kannst du da auch, du hast das Programm auch. Nee, will ich aber nicht. Jo, das war meine Schwester, meine ältere, aber kleiner als ich. Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Ja, natürlich. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool. Hier ist das Geld. Du hast die Maske, die dich 30 Rubine kostet, hat zum gleichen Preis weiterverkauft. Geh nun zurück zum Maskenhändler und zahle ihm seine 30 Rubine zurück.
Dabei kannst du eine neue Maske leihen. So, jetzt gehen wir wieder zum Maskenhändler. Dass ihr euch nicht wundert, warum man nicht was reinkam, die hat sich jetzt verfehlt, also geht das nach Hause. Wo die bloß mal bemerkt. So, es fehlt uns noch die Hasenöhrchen. Ist zwar keine Maske, aber bei Marios Maske hat die sogar eine Fähigkeit. Eine relativ gute Fähigkeit, die man hier hätte eigentlich auch gut gebrauchen können. Leider hat sie die hier nicht. Man kann mit der Hasenohren richtig schön rennen. Als wenn man mit Epona durch die Steppe reiten würde im Galopp. So kann man dann die ganze Zeit mit der Maske rennen. Aber leider, naja, hat sie diese Fähigkeit in Ocarina of Time nicht. Finde ich schade, hätte sie eine machen können, hätte die wenigstens einen Effekt gehabt. Aber leider kann man die nur als Kind tragen. Wiederum auch ein Nachteil, also bringst du bei dem Dings nichts. Na komm schon. Bei dem Schwert nichts. Weil es eine Missionsreihe etwas länger war, wo ein paar Teile nach Zeit gehen. Aber kann man auch so ganz gut schaffen. Oh, großartig, du hast die Maske verkauft. Bitte zahle mir für die Geistermaske die 30 Rubine. Bezahlung erhalten. So, jetzt ist es die letzte, die Hasenöhrchen. Die Hasenohren trage sie mit sich, um sie zu zeigen. Die langen Ohren sehen doch putzig aus. Ja. So, diese Maske wird etwas länger dauern, könnte sein. So, so, jetzt müssen wir den Typen hier finden, der hier auf Hyrule immer so lang geht und ihm hinterher rennen, bis es dunkel wird. Der macht halt eben eine kleine Pause und wir können ihm dann die Maske verkaufen. Da hinten ist er ja schon. Jo, da ist er ja schon. Hey, Digga, warte. Nicht so schnell. Du kostet mir so viel Zeit. Jetzt wäre es wirklich verdammt nützlich gewesen, dass die Hasenohren die Fähigkeit hätten, das mit dem Rennen. Hätte ich den schon längst eingeholt. Na, setz dich hin. Na los. Pflanz dich hin. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hopp, hoppeladü.
Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hopplerittul. Fütter mich mit Möhren. Für die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben, als zu sagen, geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm die seine 50 Rubine. Der große Kürbis. Ja, dann werden wir jetzt zum Schloss gehen. Und werden denn dann die Zitadelle der Zeit drin laden. So, und jetzt werden 4 Masken sind jetzt verfügbar, weil wir die letzte verkauft haben. Wobei nur die letzte Maske, diese Schickersteinmaske oder wie die heißt, die Maske der Weisheit, mit der kann man mit den Schickersteinen reden. Oh, großartig, du hast die... Verkauft bitte, zahle mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge, dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe solltest du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Chica. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertrau mir. Die Maske des Wissens trage sie mit sich, um sie möglichst vielen Leuten zu zeigen. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. Willkommen! Welche Maske möchtest du leihen? Die Rudo-Maske. Gebührenfrei. Mit ihren verführerischen Augen macht sie aus dir ein zauberhaftes Mädchen. Sieht besonders cool beim Schwimmen aus. Die Zaubermaske. Trägst du diese Maske, lächelst du immer zu. Da ist sie ja. Ich weiß nicht, ob die bei dem Gerudo was bringen. Glaube ich aber nicht. Die müsste ich jetzt eigentlich verwenden können.
dass du nun die Maske triffst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass die Gerudo-Kriegerinnen sie oft nach Hyrule begeben, um dort nach Männern Ausschau zu halten. Ja, wir wissen's. Ach so. Naja, Gerudo sind eine Art Amazonen. Auch merkwürdig, warum die vom Kerl jetzt angeführt werden. Jetzt platzieren sie sich erstmal die Steinschienen. Und Sesam, öffne dich. Link, ist das nicht? Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. So, jetzt müssen wir das erstmal rausziehen. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Das bringt dir aber nichts. Du bekommst nicht das ganze Dreifaus. Das kannst du voll vergessen. Link, wach auf, du bist der Auserwählte. Ich bin Garou, einer der Weißen. Ich habe die Zitadelle der Zeit gebaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weißen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reichs. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganons. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet,
und das du aus dem Seitfels gezogen, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschreck nicht, schau dich an. Sieh nun, Link, du bist erwachsen, du bist älter geworden. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfeld zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja. Nun vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Dreifachsfragment mit im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempels und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Ich kann lediglich die Halle der Weisen noch schützen. Doch nun ist die Hoffnung, die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit dem Amulett der Macht das Böse ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Raru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du hast als Träger des Masterschwerts dazu ausgewählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das Amulett des Lichts, Rahu der Weise, gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Zitelle der Zeit. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wir wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weihen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln.
Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohen Bergen, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit den Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempels, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurde. Ich bin Schreck. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shika an. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeite wurde tapfere Held. Wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde, tapferer. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Oh. Wurde doch was draus? Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln in B und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reichs nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? So, damit meint sie den Enterhaken, aber den werden wir jetzt nicht holen. Wir... So, wir werden erstmal speichern. Und ja, denn ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen. Danke, dass ihr jetzt zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal reingehauen.